Le pénis, organe de reproduction, booster de confiance masculine et source d'inspiration. Un pénis, on sait tous à quoi ça ressemble. À ceci, à cela ou encore à ça. Die Durchschnittsgröße eines Penis ist zwischen 9 und 13 cm. Attendez, 9 à 13 cm, ça donne plutôt ça. Pas vraiment ça. Les pénis des statues ont l'air plutôt rikiki. Mais comment se fait-ce? Très parfaitement symétrique. Postures élégantes et silhouettes impeccables. Au milieu de tous ces muscles, on ne peut pas s'empêcher de remarquer la petite taille des attributs génitaux. Vous avez dit perfection? Der kleine oder zumindest vorsichtig ausgedrückt nicht überdimensionierte Penis steht tatsächlich bei diesen Statuen für heroische Nacktheit, also das Idealbild eines Nackten, das nach göttlichem Vorbild geschaffen ist. Mais si les dieux eux-mêmes ont servi de modèle pour ces statues, ne devraient-ils pas arborer des membres plus imposant? Die Götterwelt der Griechen, die ist komplett anthropomorph, das heißt nach dem menschlichen Vorbild entworfen und dazu gehört eben auch ein ganz normal proportioniertes Geschlechtsteil, ohne abnorme Größe. Bon, ce n'est donc pas lié aux dieux. De là à penser que les hommes de l'époque étaient moins bien équipés. Das ist insofern schwer zu beurteilen, weil wir natürlich keine Knochenfunde à la Bones aus dieser Zeit auswerten können und damit über keine statistische Grundlage verfügen, über die reale Größe dieser Zeit. C'est bon, ne cherchons pas plus loin. Les statues antiques reflétaient le corps idéal, aux proportions réalistes, pénis compris. Un pénis aux dimensions modestes, donc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la taille, apparemment, ça compte. Ich kann mir vorstellen, dass Männer ihr Genitale mit Männlichkeit, Potenz, Stärke assoziieren. Das ist sicherlich nachvollziehbar. Potenz und Stärke haben natürlich auch was mit Macht zu tun, mit der Position in der Gesellschaft. Wie positioniere ich mich gegenüber anderen? Auch mit dem Selbstbewusstsein. Le phallus est donc un symbole de puissance et de fécondité. Aujourd'hui encore, beaucoup d'hommes semblent s'inquiéter de la taille de leur pénis. Ce n'est pourtant pas faute de célébrer la diversité, la différence et l'acceptation de tous les types de corps. Ich glaube, dass die Pornoindustrie einen Standard aufgestellt hat, mit dem viele Männer einfach nicht zurechtkommen. Man kann sich nicht an dem, was dort dargestellt wird, messen. Insofern wird hier im wahrsten Sinne des Wortes die Latte sehr hoch gehalten und viele Männer sind dadurch verunsichert. La pornographie pourrait donc expliquer le désir d'avoir un grand pénis. Mais est-ce un phénomène récent ou le porno lançait-il déjà des tendances durant l'Antiquité? Les pénis étaient-ils représentés différemment derrière portes closes? Das ist nachgewiesen, die gab es bereits in griechischer Zeit auf der Vasenmalerei, wo das ein großes Thema ist, die Darstellung übergroßer Phalloi, aber es gibt gerade auch in der römischen Gesellschaft sehr häufig und das ist im Grunde tatsächlich vergleichbar mit heutiger Pornografie, dass man sich natürlich utopischen oder eben auch Wunschvorstellungen hingibt und die dann auch von Künstlern umsetzen lässt. Das heißt also wirklich diese wahrscheinlich als anthropologische Konstante sich durchziehenden übergroßen Rühmungen, die finden wir dort schon. D'accord, merci. Hier comme aujourd'hui, l'idéal de beauté visible dans l'espace public, que ce soit chez les statues antiques ou dans nos médias, est toujours plus réaliste que celui de la pornographie. L'industrie du porno devrait peut-être s'inspirer un peu plus des statues des dieux grecs. Histoire d'ancrer dans nos cerveaux une image plus réaliste du corps.